Wie werden Halbleiter dotiert und warum macht man das? Wir wissen, geht mal auf dieses Video, falls ihr es nicht wisst. Da geht es um das Bender-Modell und die Erklärung Isolatoren, Halbleiter und Leiter. Wenn ihr darauf geht, könnt ihr euch da kurz mal informieren und dieses Video wartet hier. Um das nochmal zu klären, gehen wir nochmal auf die linke Seite dieses Bildes hier zurück. Wenn ich Natrium ionisiere, dann gucken wir uns nochmal an. Natrium hat 11 Protonen, dann kommen 2, dann kommen 8 Elektronen und ein einziges, ja, das schwirrt da so rum. Und da alle Elemente irgendwie gerne in diesen Edelgaszustand möchten, also auf der äußeren Schale 8 Elektronen haben möchten, sagt Natrium, na, dann gebe ich dieses eine Elektron gerne mal her, geht dann irgendwelche Bindungen meinetwegen mit Chlor oder sonst was ein und ist für sich zufrieden. Ich vermenschliche das jetzt mal. Allerdings dürfen wir nicht vergessen, wenn ich hier 8 und 2 sind 10 negative Ladungen habe, dann überwiegen die positiven Ladungen. Gut, ich komme hier gleich dazu. Bei Chlor ist es umgekehrt. Chlor, 17 Protonen und dann 2 plus 8 und nochmal 7 dazu, 17 Elektronen. So wäre es ein Chloratom, kein Problem. Möchte aber hier gerne 8 auf der äußeren Schale haben und nimmt gerne zum Beispiel von Natrium dieses eine Elektron dazu. Dieses eine Elektron dazu heißt, Chlor ist für sich wieder zufrieden, ne, als Mensch gesehen, hat 8 Außenelektronen, aber insgesamt hat es jetzt 18 Elektronen, also ist es negativ geladen. Wir wissen, dass die Halbleiter eine gewisse Eigenleitung haben. Also da ist es so eine Sache, da springen gerne mal Elektronen in das Leitungsband. Ne? Bender-Modell hier nochmal nachgucken, wenn ihr es nicht mehr wisst. Und ansonsten nehmen wir mal Silizium als Halbleiter. Das hat 4 Außenelektronen, Silizium, und geht demzufolge mit seinen Nachbarn immer Elektronenpaarbindungen ein. Valenzbindungen sagt man auch dazu. Kennen wir alles noch aus der Chemie oder wie auch immer. Ja, wenn ich jetzt aber, das macht man durch richtig Temperatur und Druck, ganz picobello reines Silizium mit Bor versetze und eine ganze Weile warte, dann diffundieren die Bor-Atome in das Silizium hinein. Konzentrationsunterschied und so weiter und so fort. Hoffentlich kriege ich den Link dafür nochmal für Diffusion rein. Gut, jetzt nehmen wir mal an, wir haben es geschafft. Wir haben eigentlich einen relativ reinen Siliziumkristall und ein Bohratom da drin. Ja, Bohr hat aber nur 3 Außenelektronen. Das heißt, es geht zwar mit dem Nachbarn, das sei mal ein Minus eines Außenelektrons von Bohr und das von Silizium oder hier oder hier oder hier und so weiter. Geht das zwar mit den Nachbar-Silizium-Atomen echte Elektronenbindung ein, das wäre ja bis dahin noch in Ordnung, aber hier bei diesem, da ist das Silizium-Elektron und hier fehlt eins, weil ja Bohr nur 3 hat. Wenn ich jetzt sage, dadurch ist Bohr sozusagen ja, positiv geladen gegenüber allen anderen Silizium-Atomen. Man sagt dazu p-leitend. Wie das dann funktioniert und wie wir das in Halbleitern anwenden, das erkläre ich dann nochmal im Extra-Video oder ich werde zum Schluss den Link anbringen. Genauso wie hier in diesem Beispiel macht man es mit Fremdatomen, wenn man den Halbleiter n-leitend, also negativ leitend machen möchte, dann nimmt man zum Beispiel Phosphor oder Arsen oder irgendwas, welches nicht 4, sondern wenn es geht, 5 Außenelektronen hat. Wieder durch Diffusion reingebracht und jetzt gucken wir uns das an. Ja, Elektronenpaar passt, Elektronenpaar passt, Elektronenpaar passt. Und das fünfte Elektron, das schwirrt hier nur so rum. Das ist so ein bisschen heimatlos. Es ist noch gebunden an Phosphor, aber es ist wesentlich leichter gebunden und kann leichter ins Leitungsband wechseln. Das macht man deswegen, um die Eigenleitung gezielt entweder so oder so zu erhöhen. Das ist wichtig, damit wir das verstehen, weshalb dann so ein PN-Übergang bei einer Diode zum Beispiel oder bei Transistoren, weshalb die so reagieren und nicht anders. Also die Erklärung für Diode und Transistor, die folgt dann. Ich muss dann hier noch irgendwie die Links anbringen, falls ich es hier nicht mehr hingekriegt habe. Ich hoffe, dass ich das als Basis für Verständnis erstmal darstellen konnte und verbleibe mit besten Wünschen. Und Leute, heute war es ganz schön warm. Hoffentlich wird es langsam wieder besser. Na dann, also ich wünsche euch was Schönes. Tschüss.